So endlich wird dieser Kuchen-TV zerstört, ich schwöre. Nee, eigentlich zerstöre ich mich heute irgendwie selbst. Neulich haben Nico und ich uns so cringy Interviews von mir angeguckt. Das Allerschlimmste habe ich euch jedoch vorenthalten. Und da dachte ich mir, komm, ich stehe zu meiner Vergangenheit. Und ja, viel Spaß. So, jetzt kommen wir zu einem interessanten Video, Leute. Es geht nämlich darum, in diesem Video ist niemand ausgerastet, aber ich bin innerlich so ein bisschen ausgerastet. Ja. So, ich komme in dem Video vor. Ich bin nicht wegen dem Interviewer ausgerastet, also es ist ein Interview auf den Video Days, sondern weil drumherum recht viel Scheiße passiert ist. Es geht nämlich um das Kuchen-TV-Interview 2015. Und ich kannte Kuchen-TV nicht, also ich wusste nicht, was dieser random Typ von mir will. Also Kuchen-TV kannte ich erst später, an dem Tag. Also ihr wisst ja, 2015 ging es mir generell nicht so gut. Ich hatte sehr, sehr viele Downs. An dem Tag hatte ich sehr viele zwischenmenschliche Streitigkeiten mit einer mir wichtigen Person. Den ganzen Tag war ich auf WhatsApp. Ich meine, ihr erkennt das, ihr streitet so. Ihr habt keine Motivation bzw. Energie für das, was um euch herum passiert. Und alles hat mich einfach übertrieben überfordert in der Situation. Ich war einfach fucking überfordert mit allem. Deswegen habe ich dementsprechend echt komisch reagiert. Aber ich habe schon irgendwie gemerkt, dass der mich so ein bisschen trollen will. Also, dass es so eine Art Troll-Interview ist. Ich gebe dir jetzt mal einen YouTube-Namen. Ein YouTube-Namen. Du guckst zu Hause, dann denkst du dir so, boah, der macht voll die geilen Videos. Genau. Ich gebe dir gleichzeitig schon meine Telefonnummer. Aber ja, ich war einfach super überfordert mit dieser Gesamtsituation. Ja. So, ich wusste nicht, was abgeht, Alter. Und ich wollte es einfach ganz schnell hinter mich bringen. Also, was kann ich für dich tun? Ja, du könntest mich pushen. Habe ich jemals Kuchen-TV wirklich gepusht? Unangenehm. Ich glaube, mit diesem Video ein bisschen. Ja. Was passiert, wenn ich einfach gar nichts sage? Ich weiß nicht, ob das... Du musst aber weiterlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob das deine Community so gut finden würde. Ich glaube, die würde das feiern. Also meine feiern alles. Also. Das ist so unangenehm. Das ist richtig so unglaublich cringe, unangenehm. Alter. Vor allen Dingen, ich habe das Video nie wirklich intensiv angeguckt. Ich habe nur kurz durchgeskippt, aber so richtig angeguckt habe ich mir das Video noch nie. Boah. Warum machst du diese? Warum, Junge? Und ich habe in dem Moment die ganze Zeit diese WhatsApp-Nachrichten bekommen mit der Person, mit der ich Streit hatte. Und ich dachte, Alter, ich will nur raus aus dieser Situation und das fucking klären. Ja, ja, ja. Ich habe dir schon öfter in Videos Props gegeben. Ja, also das ist echt... Aha. Oh, so unangenehm. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, kannte ich Kuchen-TV noch nicht und ich fühle mich dann immer schlecht, wenn die mich fragen, kennst du mich? Yeah. Ich habe dir Props gegeben, ich habe Kommentare geschrieben und so weiter und so fort und ich kann dazu einfach nichts sagen. So. Das ist purer Cringe. So, alles an dieser Situation ist extrem cringy. Du bist schon den ganzen Tag dabei, Interviews zu geben, oder? Nee, jetzt gerade. Also ich bin jetzt vor 10 Minuten gekommen. Vorhin, als wir drin waren, auch. Das dritte oder so, schätze ich mal. Naja, okay, das geht noch. Wir dachten, du bist den ganzen Tag hier und gibst ein Interviews. Warte, aber eigentlich wollte ich gar nichts sagen. Jetzt habe ich meine eigene Regel gebrochen. Wir kriegen bestimmt auch noch ein Bild, oder? Was? Wir kriegen auch noch ein Bild. Nur wenn du möchtest. Nur wenn du möchtest. Das stell dir mal vor, jemand kommt zu dir, yo, können wir ein Bild miteinander machen? Nur wenn du möchtest. Nur wenn du möchtest. Ich war übertrieben nervös, weil mich einfach die Gesamtsituation abgefuckt hat. Das lag nicht an Kuchen-TV, das lag einfach an Umständen. Gut, machen wir so. Ja. Dann guckst du nach, dann meldest du dich einfach. Ich kann vorbeikommen, ist kein Thema. Ja, genau. Ja, genau. Also ich glaube, sehr wahrscheinlich hätte ich heute ein bisschen kreativere Antworten parat. Und dieses Lächeln, das ist so richtig gequält. So richtig beschämt. Braunschweig. Ach, ist mir zu weit weg, Mann. Ich komme jetzt zu dir. Ach so, ja, okay. Dann ja, habe ich gesagt, dass du zu mir kommst? Das hätte man sich letztes Mal angucken müssen. Boah. Also bei diesen cringy Interviews. Try not to cringe. Das ist ein Try not to cringe Video. Für ein Video mit dir immer. Was? Für ein Video mit dir würde ich überall hinfahren. Oh. Was ist das für eine Reaktion, Alter? Ich sag so, und guck so instant weg. Ja. Oh, das ist so aufgesetzt. Krass. Ach. Wenn du Emotionen zeigen willst, aber dann vergiss, dass du ein Soziopath bist. Oh. Für ein Video mit dir würde ich überall hinfahren. Oh. Bruder, du bist ganz schnell los. Krass. Es wird immer über Säule geredet. Immer noch. Was? Es wird immer noch über Säule geredet. Immer noch übrigens. Es gibt eine Säule-Fanpage, die hat 10.000 Likes auf Instagram. Ich glaube sogar mittlerweile 15.000. Einfach was hat das mit irgendwas zu tun? Ich war einfach so unglaublich überfordert mit dieser Gesamtsituation. Gar nicht in der Gegenwart gelebt. Ich lebe halt in der Gegenwart. Es gibt auch so viele Leute, die gehen auf, also entweder zu Hause haben die eine Säule oder halt in ihrer Schule oder was weiß ich, dann machen die Fotos, wie die halt die Säule umarmen und dann schreiben die, hey, Säule 2.0. Eigentlich wäre das ein fucking Genius-Move gewesen, wenn er einfach nur da stehen würde mit diesem Mic und keine Miene verziehen würde. Das wäre savage gewesen. Also damit hätte er mich von Grund auf gefickt. Ja. Auch mal Video beenden, oder?
Ja, nee. Ach so. Wir sind froh, dass wir mal wieder mit durchgehen, ne? Ja. Wie lange wird das? Bruder, muss ganz schnell los. Mal gucken, wie lange bist du weg. Ich muss gleich weg. Und dann auch so selber so ein bisschen traurig sein. Ich muss leider gleich weg. Ey, das tut mir ultra leid, aber was kann ich dafür? Termine, Bruder. Termine. Ja, wir auch. Also. Ich halte euch auf. Ja, gut zu sagen. Hab ich gern gemacht. Dann machen wir noch einen Punkt. Einfach. Ins Nichts. Hab ich gern gemacht. Tut mir ein bisschen leid, wie ich reagiert habe. Tschüss. Anna ist die Geilste. Nein, und Iris. Nee, du hast mir zu wenig Abos. Tschüss. No. Kuchen-TV ist lecker. Gänsehaut. Blöd gelaufen auf jeden Fall für mich. Cringe-Gänsehaut habe ich gerade. Als ob. Das war die Cringe-Gänsehaut. Als ob, der hat ja eine unironische Krass. Ganz, ganz böse. Also ich lebe nicht in der Gegenwart. Manchmal lebe ich in der Gegenwart. Ich lebe halt in der Gegenwart. Manchmal tue ich es nicht. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Raindrop. Schmuck in und cook in the hot box. Cricket, fucking on your bitch, yeah, that.